Ja, schönen guten Abend. Ich hoffe, ich bin gut zu hören, auch ohne Mikroverstärkung. Es geht heute Abend um antisemitische Stereotype in der Tagespresse der KPD und die damit verknüpften Denkweisen innerhalb einer kommunistischen Partei. Und um gleich den Bezug zu heute herzustellen, es geht vor allen Dingen um die Rolle von Antisemitismus in historischen Krisenphasen. Also Finanzkrisen, Wirtschaftskrisen, wie man das auch nennen will. Denn ihr werdet gleich bemerken, dass ich vor allen Dingen Beispiele aus den Jahren 1923 und aus den Jahren 1929 bis 1933 finde. 1923, das wissen wahrscheinlich die meisten, die hier sitzen, war eine nationale Krise, eine nationale Finanzkrise. Und die Jahre 1929 folgende bildeten das Ende der Weimarer Republik und waren eingebettet in eine internationale Krise. Vor allen Dingen 1929 im Herbst kam es zum Börsencrash an der New Yorker Wall Street. Das werde ich jetzt nicht großartig thematisieren, nur um euch noch ein bisschen den historischen Background zu geben, will ich 1923 ganz kurz in Stichworten nochmal wieder in Erinnerung rufen. Also Deutschland sollte Reparationszahlungen leisten, hat die immer wieder verschleppt. Und daraufhin haben französische Truppen im Januar 1923 das Rheinland besetzt. Es regt sich sofort so ein nationaler Protest dagegen, nationaler Widerstand, an dem sich auch Teile der KPD beteiligen. Und parallel dazu kommt es zu der Inflation, die sich schon länger abzeichnet. Und spätestens ab April 1923 kommt es zu dieser wahnsinnigen Geldentwertung, die man, glaube ich, so kennt, also dass Millionen und auch Billionen Preise ganz üblich werden für den Alltag. Die zweite Krise Ende der 20er Jahre war eine globale Krise, keine nationale Krise. Also im Herbst 1929 Kurszusammenbruch an der New Yorker Wall Street. Und in Deutschland machte sich an dem fest, was auch, naja, also was man sich selbst auf der Straße erzählt, also zunehmende Arbeitslosigkeit, Armut, und parallel dazu, und natürlich damit im Zusammenhang, der vorher nicht vorhersehbare Erfolg der Nazi-Bewegung. 1923 ist deswegen interessant, weil es gleichzeitig das Jahr ist, bei dem sich die KPD, also auch im Zusammenhang mit der Kommentaren, darauf vorbereitet hat, in diesem Jahr, 1923, sollte eigentlich die Revolution stattfinden in Deutschland. Danach sprach die KPD in dem Sinne nicht mehr von einer nahen Revolution in Deutschland, aber von 1923 war es eigentlich geplant und es schien sich zu ergänzen. Also die Krise schien das zu begünstigen, dass es zu dieser Revolution kommen würde. Nun war die Stimmung in Deutschland sehr nationalistisch aufgeladen und es kam zu etwas, das werde ich auch gleich noch etwas weiter thematisieren, es kam zu etwas, was vielleicht nicht alle hier im Raum wissen, es kam zum sogenannten Schlageter-Kurs. Also Schlageter war der Nachname von einem Faschisten, keinem Kommunisten, einem Faschisten, der gegen die Franzosen gekämpft hatte und vom französischen Militär 1923 exekutiert worden war. Und im Juni 1923 hielt Karl Radek, das war sozusagen der Kommentarnvertreter innerhalb Deutschlands, also der Vertreter der Kommunistischen Internationale, Karl Radek, hielt eine Rede zu Ehren von Schlageter und hat gesagt, an dem müssen wir uns orientieren, das ist unser Mann. Und das löste 1923 aus oder begünstigte es nochmal, dass die KPD sehr offensiv auf nationalistische Kreise und auf völkische Kreise zuging. Das ist ungefähr der Hintergrund, vor dem das, was ich jetzt euch präsentieren will, stattfand. Am 25. Juli 1923 führte die KPD eine Diskussionsveranstaltung unter dem Titel durch, wofür starb Schlageter? Kommunismus, Faschismus und die politische Entscheidung der Studenten. Das Ganze fand statt in Berlin in einem Gymnasium. Auf Handzetteln, die im Umlauf waren, wurden besonders die völkischen Gegner zu der Veranstaltung eingeladen. Einige Wochen später berichtete Franz Pfemfert, der auf der Veranstaltung zugegen war, in seiner Zeitschrift Die Aktion unter der Überschrift Die schwarz-weiß-rote Pest im ehemaligen Spartakusbund, dass Ruth Fischer, Mitglied der Parteizentrale, also des späteren Zentralkomitees, das, was man immer ZK nennt,
dort auf dieser Veranstaltung die versammelten Studierenden unter anderem mit folgendem Argument versucht habe, für die KPD einzunehmen. Ich zitiere, was er berichtet von dieser Veranstaltung. Sie rufen auf gegen das Judenkapital, meine Herren. Wer gegen das Judenkapital aufruft, meine Herren, ist schon Klassenkämpfer, auch wenn er es nicht weiß. Sie sind gegen das Judenkapital und wollen die Börsenjobber niederkämpfen? Recht so. Tretet die Judenkapitalisten nieder, hängt sie an die Laterne, zertrampelt sie. Aber, meine Herren, wie stehen Sie zu den Großkapitalisten, den Stinnes, Klöckner? Diese Äußerung von Ruth Fischer wird bislang in der Forschung zur KPD als das schlimmste Beispiel für antisemitische Äußerungen von Seiten kommunistischer Linken in der Weimarer Republik gewertet und in ganz vielen Büchern als Beispiel angeführt. Franz Pfemfert hat in seinem Bericht noch geschrieben, dass das Publikum, das er als deutschvölkisch und antisemitisch bezeichnet, Ruth Fischer daraufhin mit Komplimenten bedacht habe. Er selbst bezeichnete ihre Rede, die er in Auszügen wiedergab, als ein, Zitat, verbrecherisches Aufpeitschen, Rechtfertigen blödester Rasseninstinkte. Pfemfert war der Herausgeber der Aktion, also der Zeitschrift Die Aktion, und war zu diesem Zeitpunkt Mitglied der Kommunistischen Arbeiterpartei, also einer KPD-Abspaltung, KAPD. Er hatte bereits während des Ersten Weltkrieges eine antinationale Sozialistenpartei mitgegründet, war aber nur eine kleine Gruppe geblieben und kritisierte in der Weimarer Republik die KPD häufiger für ihren Nationalismus. Im August 1923 zitierte der sozialdemokratische Vorwärts Pfemferts Bericht unter der Überschrift, Zitat, hängt die Judenkapitalisten, und dann als Unterüberschrift Ruth Fischer als Antisemitin. Der Vorwärtsartikel begann mit den Worten, in der Aktion gibt Franz Pfemfert eine Schilderung einer kommunistischen Agitationsversammlung. Ruth Fischer alias Elfriede Friedländer, die Wiener Jüdin, um im deutschvölkischen Stile zu reden, appelliert an die nationalen Instinkte und empfiehlt sich als Deutschlands Retterin. Es fällt aus heutiger Warte schwer, sich das vorzustellen, also eine Szenerie, in der Ruth Fischer seit dem Frühjahr 1923 Mitglied der Zentrale der KPD vor deutschvölkischen Antisemiten spricht und dabei einen Begriff Judenkapital benutzt und zum Mord an Judenkapitalisten aufruft, anstatt das alles zurückzuweisen. Es fällt noch schwerer, sich das vorzustellen, wenn man das weiß, was eben der Vorwärts nochmal in Erinnerung ruft, dass nämlich Ruth Fischer, geborene Eisler und eben mit dem Namen ihres Mannes Elfriede Friedländer mit eigentlichem bürgerlichen Namen, selbst aus einer jüdischen Familie stammte. In den Augen vieler war sie, wie der Vorwärts schrieb, eine Wiener Jüdin. Trotzdem war sie nach Pfemferts Bericht nicht selbst das Ziel der Angriffe der völkischen Antisemiten im Publikum, sondern es schien eine gewisse Übereinkunft zwischen antisemitischen Studierenden auf der einen Seite und einer Jüdin und Kommunistin auf der anderen Seite möglich gewesen zu sein. Bevor ich jetzt mehr über die KPD der Weimarer Republik sage, möchte ich vor zwei Irrwegen warnen, die in der Auseinandersetzung um Antisemitismus in der Linken immer wieder auftauchen, die ich aber für eine linke Kritik am Antisemitismus nicht für hilfreich halte. Der erste Irrweg besteht in der Frage, ob Ruth Fischer als Person eine Antisemitin gewesen sei. Der zweite Irrweg besteht in der Behauptung, sie habe dies ausschließlich aus taktischen Gründen gesagt. Beide Fragen sind nicht falsch, also nicht grundsätzlich falsch. Man kann erstens sich die Frage stellen, sind Menschen Antisemiten? Kann man sich auch bei Menschen in der Kommunistischen Partei fragen. Und natürlich hat jede Äußerung, zumal wenn sie von einem Parteimitglied aus einem führenden Gremium vorgebracht wird, eine taktische Komponente. Das ist völlig klar, selbstverständlich. Trotzdem sollte man sich für eine linke Kritik vor allem fragen, durch welche ideologischen Komponenten oder anders ausgedrückt, durch welche diskursiven Strategien antisemitische Aussagen und Handlungen möglich waren innerhalb der Linken. Also, anders gesagt, Antisemitismus ist in der Linken eigentlich verpönt, verboten und soll bekämpft werden. Wenn aber so eine Rede wie die von Ruth Fischer, die ich eben zitiert habe, möglich war, dann muss sie auf irgendeine Weise eine Ausnahme darstellen. Irgendwas muss passiert sein, dass man sagt, naja, eigentlich lehnen wir das ab und trotzdem in diesem Moment machen wir das. Und das, glaube ich, muss man sich angucken. Ich habe
mit Grund vor den beiden Irrwegen gewarnt, denn diese Frage nach antisemitischen Persönlichkeiten innerhalb der Linken findet ihr vor allen Dingen in der Auseinandersetzung über Karl Marx und seinen Text zur Judenfrage. Der Text zur Judenfrage, also wer ihn schon mal gelesen hat oder wer schon mal Auszüge daraus gehört hat, weiß, dieser Text lässt einen heute schaudern an einigen Stellen. Und es gibt eine Diskussion darüber, war Marx Antisemit? Ich glaube aber, dass so eine Fragestellung in die falsche Richtung führt. Denn man muss unterscheiden zwischen dem, was Marx wirklich denkt, zu dem, was er auch privat meint, und dem, was er in solchen Texten schreibt. Also dieser Text ist kein privater Text, sondern dieser Text ist eine öffentliche Stellungnahme. Und sie passiert auch nicht im luftleeren Raum, sondern sie passiert in einem historischen Kontext. Marx kritisiert mit zur Judenfrage deutlich antisemitischere Texte, nämlich die Texte von Bruno Bauer. Die Texte von Bruno Bauer heißen Die Judenfrage oder Die Fähigkeit der heutigen Juden und Christen frei zu werden. Sind auch so gesehen linke Positionen, deutlich antisemitischer als der Text von Marx. Und Marx reagiert darauf. Jetzt kann man ihm sagen, unzureichend, reicht nicht oder so. Aber diesen Kontext muss man mit einbeziehen. Und vor allen Dingen, das Ganze findet auch hier wieder in einem öffentlichen Raum statt. Es ist eine politische Diskussion, es ist keine private Diskussion über private Meinung. Deswegen, glaube ich, führt eine Diskussion über die Frage, ob jemand als Persönlichkeit antisemitisch war, in die falsche Richtung. Also man setzt einen zu hohen Anspruch an. Auch Ruth Fischer sprach 1923 vor diesen nationalistischen und antisemitischen Studierenden nicht als Privatperson, sondern als Vertreterin der KPD-Zentrale. Eine Analyse, die Antisemitismus als persönliche Haltung oder Motivation fasst, ignoriert den gesellschaftlichen Charakter von Antisemitismus. Deswegen meine ich, das ist für eine linke Kritik daran unpassend. Und sie ignoriert noch etwas anderes. Einen ungebrochen antisemitischen Charakter wird man innerhalb der Linken sowieso schwerlich finden, was einfach daran liegt, dass Antisemitismus offiziell verboten war. Also man wird immer finden, dass Leute, die vielleicht sich antisemitisch äußern oder antisemitisch handeln innerhalb der Linken, dass die immer offiziell sagen, ich bin gegen Antisemitismus, weil sonst hätten sie innerhalb einer kommunistischen Partei nichts mehr verloren. Die zweite Variante in der historischen Forschung, Antisemitismus konzeptionell zu fassen und wo ich glaube, das ist wiederum ein Irrweg, behandelt antisemitische Äußerungen wie die von Ruth Fischer als Versuche der Anbiederung, als rein taktische Versuche, sich einer bestimmten nationalistischen Welle im Deutschen Reich anzupassen. In einem Aufsatz von Mario Kessler über Antisemitismus und die KPD in der Weimarer Republik, den man auch online finden kann, werden solche Aussagen wie die von Ruth Fischer als, Zitat, fragwürdige Taktik oder als Versuche der Anbiederung gefasst. Ich zitiere eine etwas längere Passage aus Mario Kesslers Text. Noch während der bayerischen Landtagswahlen im April 1924 wurde diese fragwürdige Taktik der zur Parteichefin aufgestiegenen Ruth Fischer angewandt. So beschlagnahmte die Nürnberger Polizei, einem Bericht der örtlichen Polizeidirektion zufolge, in einem kommunistischen Büro nicht weniger als 70 Flugblätter mit der Aufschrift »Nieder mit der Judenrepublik«. Die KPD verfolgte sogar die abenteuerliche Taktik, die völkische Bewegung durch Eintritte zu unterwandern. Doch schlug dies ebenso fehl wie alle vorherigen Versuche der Anbiederung. Ich halte das deswegen für einen Irrweg, sich nur darauf zu konzentrieren, weil dann damit implizit behauptet wird, diese Versuche der Anbiederung seien eigentlich der eigentlichen Politik der KPD äußerlich. Und so wird dann implizit auch behauptet, es sei ganz einfach wieder möglich gewesen, zu einer anderen eigentlichen KPD-Politik zurückzukehren. Das schreibt Enzo Traverso auch in einem Buch über die Marxisten und die jüdische Frage, wie er das betitelt. Er schreibt, die Folge solcher Äußerungen war, dass in Berlin einige Plakate erschienen, auf denen das Hakenkreuz mit dem Sowjetstern vereint war. Man hatte eine Grenze überschritten und die KPD war gezwungen, ihre chauvinistische und antisemitische Sprache aufzugeben. Und genau diese Vorstellung, man könnte das wieder komplett aufgeben, die findet sich in der Forschung ganz oft. Dem widerspricht aber schon alleine eine Tatsache, die Mario Kessler erwähnt. Ich habe eben die Rede von Ruth Fischer zitiert von 1923. Traverso sagt, aufgegeben. Aber ein Jahr später findet die Polizei in Nürnberg
in einem kommunistischen Büro Flugblätter mit dem Titel Nieder mit der Judenrepublik. Also so ganz mit aufgeben kann das nicht gewesen sein. Also es würde generell bedeuten, dass sich in der Phase danach von 24 an keine antisemitischen Darstellungen oder Äußerungen, keine Darstellungen zum Beispiel in der Roten Fahne finden ließen. Das würde bedeuten, dass es keine antisemitischen Äußerungen mehr war. Das Jahr 1924 ist noch aus einem anderen Grund interessant. Nach einem anderen Polizeibericht kam es 1924 sogar erneut zu Treffen zwischen kommunistischen Ortsgruppen mit völkischen Gruppierungen. Also es gibt einen Bericht über ein Treffen einer KPD-Ortsgruppe mit einer großdeutschen Volksgemeinschaft, also einer völkischen Verbindung. Dieses Treffen ist schon deswegen bemerkenswert, weil die KP-Vertreter fast wortgleich die Argumentationsweise wiederholten, die Ruth Fischer 1923 benutzt hatte, um die Völkischen für sich zu gewinnen. Der Vertreter der Großdeutschen Volksgemeinschaft machte nämlich das Angebot, wenn heute die Kommunisten von ihrer Judengefolgschaft abließen und die Juden bekämpfen würden, würde ich der Erste sein, der mit ihnen ginge. Und daraufhin erklärten die Kommunisten, gut, wir gehen miteinander. Hängt ihr die Juden auf, wir hängen die anderen Kapitalisten auf. Anstatt den Antisemitismus auf die persönliche Einstellung von Einzelpersonen zurückzuführen oder als bloß vorgebliche Anpassungsversuche zu reduzieren, muss man sich genauer angucken, wie antisemitische Stereotype und Denkweisen in den Antikapitalismus der KPD eingepasst wurden. Dazu muss man sich genauer angucken, wie Ruth Fischer denn eigentlich argumentiert oder wie hier die Kommunisten dieser Ortsgruppe argumentiert haben. Und das muss man sich deswegen genauer angucken, weil man dann bestimmte Muster findet, bestimmte Argumentationsweisen, die man auch immer wieder findet. Und zum Beispiel finden sich diese Argumentationsweisen auch in der Tageszeitung der Roten Fahne, also nicht bei spontan gemachten Äußerungen auf irgendwelchen Veranstaltungen, sondern durchaus in der Zeitung, wo das redigiert wurde, wo das geprüft wurde durch ein Gremium der Partei, durch die Redaktion. Die Argumentationsweise, die Fischers Rede zugrunde lag, war auch gar nicht originell, sondern erinnerte vielmehr an die Position, die die Sozialdemokratie im 19. Jahrhundert zum Antisemitismus und zur sogenannten Judenfrage vertreten hatte. Ruth Fischer hatte nach Pfemfers Bericht gesagt, wer gegen das Judenkapital aufruft, ist schon Klassenkämpfer, auch wenn er es nicht weiß. Damit stellte sie den Hass auf das Judenkapital, also Judenkapital jetzt mit den Anführungszeichen zu hören, selbst wenn es von einem völkischen Publikum geäußert wurde, als einen ersten Schritt in den Klassenkampf dar, als einen ersten Schritt Antikapitalist zu werden. Diese Wahrnehmung des Antisemitismus stand in der Tradition des Erklärungsansatzes, den die SPD im 19. Jahrhundert vertreten hatte und der durch die Formel Antisemitismus sei der Sozialismus der dummen Kerls bekannt wurde. Diese Interpretation des Antisemitismus führte am Ende des 19. Jahrhunderts dazu, dass die SPD zwar den Antisemitismus verurteilte, aber sich überzeugt gab, dass er der Sozialdemokratie schließlich nutzen werde. August Bebel hat auf dem Parteitag 1893 behauptet, der Antisemitismus müsse aufgrund seiner widerspruchsvollen Natur, Zitat, schließlich wider Willen revolutionär werden. Und Wilhelm Liebknecht hatte bei gleicher Gelegenheit gesagt, ja, die Herren Antisemiten ackern und säen, und wir Sozialdemokraten werden ernten. Ihre Erfolge sind uns also keineswegs unwillkommen. Und ich würde sagen, in dieser Vorstellung liegen die tieferen Gründe, warum Ruth Fischer den Ausdruck Judenkapital nicht als unmarxistisch zurückgewiesen hatte, sondern er vielmehr die Möglichkeit bot, ein Einverständnis mit dem antisemitischen Publikum herzustellen. Interessant ist auch, dass sie noch etwas mehr sagt. Sie sagt nämlich auch, sie sind gegen das Judenkapital und wollen die Börsenjobber niederkämpfen. Das heißt, ganz automatisch übersetzt Ruth Fischer Judenkapital mit Börsenjobber. Das heißt, sie übersetzt es mit dem, was man die sehr abstrakte Seite des Kapitalismus nennen könnte, mit dem Finanzkapital, mit der Börse, mit Bankenkapital. Wer von euch den Text von Moshe Postone kennt, hört, dass ich von ihm beeinflusst bin.
Also Postone nennt das selber die abstrakte Seite des Kapitalismus. Ruth Fischers Äußerung unterschied sich auch lediglich in der Wortwahl und in der Schärfe von der Berichterstattung der Roten Fahne zur gleichen Zeit. So rief kein Beitrag in der Roten Fahne explizit zum Mord an Judenkapitalisten auf. Aber es fand sich die gleiche Argumentationsweise auch in der Roten Fahne, das heißt einer redigierten, durch eine Redaktion geprüften Tageszeitung. Karl Radek, den ich am Anfang schon mal erwähnt hatte, der Deutschland-Experte der Kommentaren, wie er mal in einem Buch genannt wurde, schrieb im August 1923 unter der Überschrift Kommunismus und deutsche nationalistische Bewegung, dass die Herren Stinnes und Klöckner, die Herren Krupp und Haniel mit den jüdischen Kapitalisten zusammen Deutschland beherrschen. Das war jetzt ein Zitat. Und dann machte Radek in diesem Beitrag der völkischen Gegenseite, namentlich Ernst Graf von Reventlow, das Angebot, dass, Zitat, die Vereinigung der kommunistischen Arbeiter mit den nationalistischen kleinbürgerlichen Massen ein Ende der Herrschaft der beschnittenen und unbeschnittenen Kapitalisten bedeuten würde. Beschnittene Kapitalisten findet man als Ausdruck auch noch häufiger in der Roten Fahne. Und ebenfalls im Sommer 1923 erschien in einer Sonderausgabe der Roten Fahne, benannt Deutschlands Weg, eine Karikatur, die Juden ausdrücklich als Hakennasen zeigte und unterstellte, dass das Verhältnis von Juden und Nationalsozialisten nicht darin bestehe, dass Jüdinnen und Juden durch den Antisemitismus der Faschisten bedroht werde, sondern dass die Nationalsozialisten, wie es in dem Text darunter hieß, von jüdischen Großindustriellen gewaltige Gelder erhielten. Die Karikatur zeigte einen Aufmarsch von Nationalsozialisten. Am Rande waren zwei Juden mit den für antisemitische Darstellungen typischen Nasen dargestellt. Sie hatten außerdem hängende Augenlider und sahen ungepflegt und unrasiert aus, obwohl sie als Großindustrielle präsentiert werden. Die Karikatur war überschrieben mit Geld stinkt nicht oder so sieht ihr Antisemitismus aus. Unter ihr stand Hakenkreuzparade vor Hakennasen in Wien, eine wahre Begebenheit. Der ganze Text darunter lautete, der Industriellenverband in Wien zahlt an die Nationalsozialisten dort selbst, die bekanntlich mit Hitler und Horthy Hand in Hand arbeiten, gewaltige Gelder. Bei der letzten Hakenkreuzler- und Frontkämpferparade war eine Deputation jüdischer Großindustrieller, unter ihnen Kohlischer und Herzfelder, zugegen, die sich ansahen, was ihnen für ihr Geld geboten wird. Die Kapitalistenpresse war zufrieden. Diese Karikatur hatte eine andere Pointe als die Rede von Ruth Fischer. Ruth Fischer wollte ein antisemitisches Publikum damit gewinnen, dass sie den Antisemitismus als einen ersten Schritt zum Antikapitalismus oder zum Klassenkampf darstellte. Diese Karikatur dagegen machte sich über die Faschisten und Antisemiten lustig, aber mit der Begründung, dass sie selbst von, wie es hier heißt, Hakennasen bezahlt worden seien. Das kommt am ersten Mal vor wie ein Widerspruch. Man weiß nicht so richtig, was will die KPD eigentlich. Aber wenn man sich die letzten Jahre der Weimarer Republik anguckt, dann merkt man, das ist gar kein Widerspruch. Ich habe erstmal eine arme Gelegenheit, ich muss mal kurz was trinken. Außerdem, wenn ich mir mal aufs Ohr drücke, seitdem ich hier in Kiel angekommen bin, habe ich ein verstopftes Ohr. Also, wenn wir nachher anfangen zu diskutieren, müsst ihr drängen, also von der Seite höre ich heute weniger als von der Seite. Noch lauter. Okay. Aber du kannst auch gerne noch ein bisschen näher rankommen. Also. Ich bin eine faule Schüler gewesen. Okay. Auch Ende der Weimarer Republik, in den Jahren 28 bis 33, blieb die KPD einem Deutungsmodell verhaftet, wonach Antisemitismus aus zwei Komponenten besteht oder anders ausgedrückt, dass Antisemitismus von zwei Trägerschichten getragen wird. Antisemitismus von herrschender Seite, und damit konnten auch gemeint sein die Führer der NSDAP. Also wenn Antisemitismus von dieser Seite kam, von oben gewissermaßen, dann war es der Versuch, von den eigentlichen Ursachen der Verelendung abzulenken. Ja, dann war das eine Sündenbockfunktion. Die Herrschenden sagen immer nur, schlagt die Juden, wenn ihr unzufrieden seid mit eurem Elend. Wenn aber Antisemitismus von unten kam, also das konnte bedeuten,
von Leuten, die arm waren, das konnte bedeuten von der Parteibasis der NSDAP. Dann blieb die KPD davon überzeugt, dass sich hier ein noch nicht bewusster Antikapitalismus regt. Und das ist genau die Doppelstrategie, die sie die ganze Zeit versuchen. Ja, sie wollen diese Leute erreichen und ihnen sagen, ihr seid ja schon Antikapitalisten. Und sie wollen gleichzeitig die Parteileitung in der NSDAP diskreditieren. Um aber bei dieser Deutung bleiben zu können, musste die Rote Fahne selbst das Stereotyp von reichen Juden immer wieder reproduzieren. Und wie das im extremsten Falle ausgefallen ist, seht ihr auf dieser Karikatur. Und genau an diese Karikatur knüpfte auch die Hauptstrategie an, die die Rote Fahne in den Jahren 28 bis 33 vertreten hat. Nämlich die reichen Juden selbst für den Erfolg der NSDAP verantwortlich zu machen. Die Rote Fahne brachte Überschriften wie, und jetzt lese ich euch einfach nur mal vier Überschriften vor, damit ihr so ein bisschen eine Ahnung kriegt von dem Klang. Bei der Roten Fahne ist es in den meisten Fällen so wie auch hier, es gibt immer mehrere Überschriften, eine Oberüberschrift, einen Haupttitel und eine Unterüberschrift, deswegen fallen die ziemlich lang aus. Aber die erste Überschrift heißt komplett folgendermaßen: Hinter den Kulissen der Hitlerpartei, Arbeiterpolitik der Nationalsozialisten, ehemalige Bezirksleiter der NSDAP enthüllt die Verbindung der Nationalsozialisten zu Großkapital und zu den Bombenattentätern, jüdische Kapitalisten als Geldgeber. Die zweite Überschrift, das ist ein Artikel, der ist aufgebaut wie eine Anzeige. Den habe ich auch dabei. Das Dritte Reich schützt die jüdischen Warenhäuser. Die dritte Überschrift hieß oder heißt: Juda soll nicht verrecken, Nazi-Anleihe für Warenhäuser, so sieht der Kampf der Nazis gegen Zinsknechtschaft und jüdisches Warenhauskapital in Wirklichkeit aus. Das kann ich euch eigentlich auch zeigen, habe ich auch dabei. Und eine Überschrift von 1932, quasi die letzte Überschrift, die ich überhaupt gefunden habe, die die Wörter Jude oder Jüdisch im Titel trägt, lautete ganz schlicht: Nazis für jüdisches Kapital. Darunter war etwas zitiert worden, nämlich: Beim Streik haben mir die Nazis geholfen, jetzt helfe ich ihnen. Und dann noch als Kommentar: Gute antifaschistische Arbeit. Es liegt nahe anzunehmen, dass mit solchen Beiträgen in der Roten Fahne die NSDAP getroffen werden sollte. Also wenn man sich jetzt nach dem taktischen Aspekt fragt, dann kommt man natürlich darauf, damit sollen die Nazis in Erste getroffen werden. Aber spätestens durch Überschriften wie Nazis für jüdisches Kapital oder auch Nazi-Anleihe für Warenhäuser, so sieht der Kampf der Nazis gegen Zinsknechtschaft und jüdisches Warenhauskapital in Wirklichkeit aus. Daran zeigt sich, das war eine sehr doppelbödige Strategie, indem nämlich einer antisemitischen Partei wie der NSDAP nachgewiesen werden sollte, dass sie es mit ihrem Antisemitismus erstens nicht ernst meinte und dass dieser Antisemitismus zweitens keine wirkliche Gefahr für die reichen Juden bedeute und daher drittens eigentlich auch gar kein wirklicher Antisemitismus sei. Oder anders ausgedrückt, in den meisten Artikeln in den Jahren 28 bis 1933, die Worte Jude oder Jüdisch in der Überschrift enthielten, hielt die Rote Fahne der NSDAP vor, dass sie keine antikapitalistische Partei sei, weil sie vom Kapital und auch vom jüdischen Kapital Geld erhielt. Und damit reproduzierte die Rote Fahne auch noch die Vorstellung, also nicht nur die Vorstellung, Juden stünden vor allem auf Seiten des Kapitals, sondern würden außerdem noch als mächtige Strippenzieher in die Politik eingreifen. Also nochmal zurück zu der ersten Überschrift, die ich zitiert habe. Wenn es schon losgeht mit den Worten hinter den Kulissen der Hitlerpartei, ja, dann hat man außerdem auch gleich noch ein Bild von, da läuft eine Verschwörung. Und dann gibt man noch zu verstehen, jüdische Kapitalisten sind die Geldgeber, die da im Hintergrund stehen. Also erfüllt gleich mehrere antisemitische Stereotype. Es ist nicht das erste Mal, dass ich so einen Vortrag halte wie heute bei euch. Und natürlich fragen mich die meisten, wie das angehen kann. Und natürlich werde ich auch gerne als erstes gefragt, gab es überhaupt keine Artikel gegen Antisemitismus in der Roten Fahne? Doch, gab es. Aber das Verblüffende ist, auch in diesen Artikeln findet sich häufiger diese Argumentationsweise.
Ich mache das an zwei Beispielen deutlich. Der umfassendste Artikel in der Roten Fahne, der die antisemitische Gewalt in der Weimarer Republik zum Thema hatte, erschien im Oktober 1930. Unter der Überschrift Judenpogrome, Polizeiverbrechen berichtete die Rote Fahne in einem halbseitigen Artikel über, Zitat, ein wohlvorbereitetes Judenpogrom gegen Geschäfte mit jüdisch klingenden Namen in der Leipziger Straße in Berlin. Also ganz klare Worte, es ist ein Judenpogrom, sind sogar staatliche Seiten mit dran beteiligt. Allerdings wies der Artikel gleich darauf hin, dass, Zitat, kein Kapitalist bedroht wurde. Also da ist gleich wieder die Verbindung. Und ein weiterer Beitrag, in dem die antisemitische Gewalt der Nazis angesprochen wurde, erschien ein Jahr vorher unter der Überschrift Die Blutsauger des deutschen Volkes im Scheunenviertel. Jetzt müsste ich euch eigentlich vorher noch mal einen Artikel zeigen, den ich euch eben schon zitiert habe, nämlich diesen hier. Das ist der mit hinter den Kulissen. Und da seht ihr ein Stilmittel, was ich in der Roten Fahne ganz oft gefunden habe, nämlich diese Anführungszeichen. Ja? NSDAP ist keine Arbeiterpartei, deswegen macht sie Arbeiterpolitik. Macht die Rote Fahne liebend gerne in Überschriften. Jetzt zu dem Artikel, den ich eben erwähnt habe. Wenn man dann diese Überschrift liest, dann fragt man sich schon, ob da irgendwas vergessen wurde. Also, da steht, die Blutsauge des deutschen Volkes im Scheunenviertel, und steht nicht in Anführungszeichen. Aber gut, das kann ja verschiedene Gründe haben. Es sind Druckfehler oder in diesem Fall hat der Setzer gedacht, diese Anführungszeichen sehen auch hässlich aus in Überschriften, gibt es ja diese Vorstellung. Ja, kann ja verschiedene Gründe haben. Und es wird auch gleich zu Beginn ganz deutlich gesagt, die Überschrift zitiert die Lüge der Nationalsozialisten. Und dieser Artikel ist auch eine Gegenstrategie, zum einen zu dem, was die Rote Fahne sonst machte und vor allen Dingen zu dem, was die Nazis mit Begriffen wie raffendes jüdisches Kapital und so weiter behaupteten. Hier wird einfach der Ideologie von Juden als Verkörperung von Kapital, von nicht arbeitendem Kapital, wird hier eine Wirklichkeit entgegengesetzt, die zeigt, Jüdinnen und Juden im Berliner Scheunenviertel gehörten zu den Ärmsten der Armen. Das ist das, was dieser Artikel beschreibt. Das ist ja auch das, was die Abbildung zeigen. Also Menschen, die unter ärmlichsten Verhältnissen leben, mitten in Berlin im Scheunenviertel. Allerdings gab der Autor dieses Artikels einem anonymen jüdischen Großkapital eine Mitschuld an den Pogromen der Nationalsozialisten im Scheunenviertel. Im zweiten Absatz war zu lesen, die Pogrome, die diese von dem jüdischen Großkapital gut bezahlten Horden durchführen. Weiter gab es keine Erklärung. Es wurden weder Namen genannt, noch sonst irgendwas. Es war anscheinend eine völlig selbstverständliche Tatsache, dass die Nazis vom jüdischen Großkapital gut bezahlt werden. Aber das sind auch schon die großen Artikel, die der generellen Darstellung in der Roten Fahne widersprechen. Die meisten Artikel, nämlich in der Roten Fahne, die in der Überschrift Jude oder Jüdisch enthielten, stellten Juden gerade nicht als Opfer dar, sondern verorteten sie auf der Seite des Kapitals. In dem letzten Beitrag vor der Machtübernahme der NSDAP, dem Beitrag Nazis für jüdisches Kapital, war der Jude wieder einmal der Chef, der Kapitalist, der Generaldirektor. Ich zitiere einen Augenblick. Die Nazis, die schon während des Streiks die Streikbrecherrolle gespielt hatten, dienten jetzt ihrem jüdischen Chef, Generaldirektor Goldberg, indem sie Zutreiber und Spitzeldienst übernahmen. Goldberg lehnte jedes Vorgehen gegen die Nazis ab, als diese mit Totschlägern bewaffnet im Betrieb herumliefen, mit der Begründung, beim Streik haben sie mir geholfen, jetzt helfe ich ihnen. So demonstrierten die Kumpane ihre Zusammengehörigkeit und so demonstrierten die Nazis ihren Kampf gegen das jüdische Kapital. Zitat Ende. In dem Beitrag selber stand der Ausdruck jüdisches Kapital in Anführungszeichen, in der Überschrift nicht. Aber es fehlte nicht nur eine grundsätzliche Distanzierung von einem Ausdruck wie jüdisches Kapital, sondern die Rote Fahne stellte mit solchen Beitragen eben nicht eine besondere Situation dar, sondern suggerierte, dass ein wesentlicher Zusammenhang besteht zwischen jüdischem Kapital und Nationalsozialisten. Also hier in diesem Beitrag eben war von Zusammengehörigkeit die Rede,
aber alleine schon in dieser Karikatur, die ich vorhin gezeigt habe von 1923, auch durch solche Wortspiele wie Hakennasen, Hakenkreuz, ja, da wird auch eine Verbindung hergestellt, wo man nicht sagen kann, ja, das ist irgendein Zufall, sondern das ist ein Spiel, um zu sagen, hier gibt es einen wesentlichen Zusammenhang zwischen den beiden. Ich komme nochmal zurück auf diesen Beitrag. Auf den Beitrag, das Dritte Reich schützt die jüdischen Warenhäuser. Der war, wie gesagt, wie eine Anzeige gestaltet und zitierte nur einen einzigen Satz aus dem Völkischen Beobachter, also aus der Nazi-Zeitung. Dieser Satz im Völkischen Beobachter lautete: In einem Dritten Reich werden die Schaufenster jüdischer Geschäfte weit besser geschützt sein als unter der Schupo der Herren Zörgiebel und Weiß, also unter der Schutzpolizei des jetzigen Innenministers und Polizeipräsidenten. Wenn man sich verschieden, man kann jetzt fragen, warum schreibt der Völkische Beobachter das? Ist er noch vor der Machtergreifung oder Machtübernahme? Kann verschiedene Gründe haben. Viel interessanter ist, wie die Rote Fahne es kommentiert. Sie schreibt nämlich: Millionen nationalsozialistischer Wähler sind von den Nazi-Volksbetrügern mit ihrer lächerlichen und verlogenen Agitation gegen die Warenhäuser, insbesondere die jüdischen Warenhäuser, genarrt worden. Jetzt präsentiert sich Hitler als besserer Schutzpatron und Polizist des Warenhauskapitals. Müssen da den von den Nazis genarrten Werktätigen nicht die Augen aufgehen? Kann man sich etwas Schimpflicheres vorstellen als dieses feige Kriechen der Nazis vor dem Kapital? Also was hier dieser ganzen Argumentation zugrunde liegt, ist wieder das, was ich am Anfang meinte, mit dem, was zurückgeht bis auf die SPD des 19. Jahrhunderts. Also wieder die Erwartung, die Menschen, die Antisemiten sind und deswegen zur NSDAP gehen, wollen eigentlich das Kapital bekämpfen. Ja? Nur deswegen funktioniert dieser ganze Vorwurf. Hermann Remmele, Mitglied des ZK der KPD, nutzte die Behauptung einer unmittelbaren Beeinflussung der Nationalsozialisten durch jüdische Kapitalisten auch in der direkten Auseinandersetzung mit der NSDAP. Was aus heutiger Perspektive etwas erstaunlich klingt, es gab Ende der 20er und Anfang der 30er Jahre durchaus gemeinsame Diskussionsveranstaltungen von KPD und NSDAP. Ja, man präsentierte sich quasi im direkten Konkurrenzkampf. Wer kann die Leute besser überzeugen? Und das passierte zu einer Zeit, da sich die Mitglieder beider Parteien auf der Straße bekämpften und die Rote Fahne immer wieder von tödlichen Angriffen auf Mitglieder der KPD berichten musste. Und auf so einer gemeinsamen Veranstaltung mit Josef Goebbels behauptete Hermann Remmele 1930, dass die NSDAP seit Ende der 20er Jahre auf ihren Schlachtruf Juda verrecke verzichte, weil, Zitat, die nationalsozialistische Gauleitung von dem Juden Jakob Goldschmidt große Geldmittel zur Verfügung gestellt bekam. Das zitiere ich nochmal in der ganzen Argumentationsweise. Remmele sagte also: In letzter Zeit aber verschwindet der zweite Teil des Schlachtrufes Deutschland erwache, Juda verrecke. Und das kommt nicht von ungefähr. So hat unter anderem der Gauleiter von Berlin, Dr. Goebbels, einen Parteibefehl erlassen, dass der Ruf Juda verrecke in Zukunft nicht mehr angewendet werden dürfe. Bald danach berichtete die bürgerliche Presse, dass die nationalsozialistische Gauleitung von dem Juden Jakob Goldschmidt, einem vielfachen Millionär und Generaldirektor der Danat Bank, große Geldmittel zur Verfügung gestellt bekam. Zu dieser Argumentationsweise hatte Hermann Remmele sich nicht spontan entschlossen. Sie entsprach genau der Darstellung der Roten Fahne, die am 17. November 1929 einen Beitrag mit der Überschrift gebracht hatte: Im Auftrag Jakob Goldschmidts, Goebbels verbietet, Juda verrecke. Man kann bestreiten, was Remmele hier überhaupt behauptet. Man kann bestreiten, dass die NSDAP 1929 oder 1930 ihre antisemitische Propaganda zurückgefahren hat. Allerdings gab es Schwankungen. Es gab durchaus Versuche der NSDAP, sich als harmloser zu präsentieren, als legalistische Partei und so weiter. Also es könnte sein, dass man für mehrere Monate vielleicht den Eindruck haben könnte, die antisemitische Propaganda geht etwas zurück, obwohl sie nie ganz weg gewesen ist. Es gibt allerdings auch Gegenstimmen. Also in einer Untersuchung zu Antisemitismus der NSDAP ist zu lesen, dass insbesondere Goebbels sich nach dem Jahre 1930 alles andere als zurücknahm, sondern vielmehr forderte, nach dem Erfolg
der Partei bei den Reichstagswahlen am 14. September 1930, dass der Judenfrage allenthalben größere Aufmerksamkeit geschenkt werden muss. Aber selbst wenn man annimmt, dass Remmele recht gehabt hat und dass die antisemitische Propaganda der NSDAP zurückgegangen wäre, war seine Erklärung bemerkenswert. Er sprach dem Juden Jakob Goldschmidt Reichtum und Macht zu, die er allerdings nicht als Jude hatte, sondern als Direktor der Danat Bank. Und nur aufgrund dieses persönlichen Einflusses soll es soweit gekommen sein, dass die NSDAP ihren Antisemitismus aufgegeben habe, also auf den Schlachtruf Juda verrecke abgegeben. Was damit auch noch deutlich wird, Goldschmidt ist hier kein Mensch mehr. Ja, also er macht mit Antisemiten Geschäfte und er handelt nur noch dadurch, dass er an Geld interessiert ist. Also sozusagen, Goldschmidt wird hier zur Inkarnation dessen, was man kurz gesagt das Kapital nennen könnte. Also skrupellos, nur noch am Profit interessiert und macht eben auch nur noch Geschäfte oder ist nur noch am Geschäfte machen interessiert, auch mit Antisemiten. Okay, ich kann mir vorstellen, was ich präsentiert habe, war nur ein kleiner Ausschnitt natürlich. Ich hätte euch noch mehr Beiträge zeigen können, aber die würden nur das wiederholen, was ich schon gezeigt habe. Deswegen mache ich jetzt mal ein Schlusswort und dann können wir in Diskussion überlegen, was wir damit anfangen. Ganz generell blieb das, was ich in den letzten 40 Minuten oder 50 Minuten nachgezeichnet habe, auf der Ebene des Gesagten und Geschriebenen. Also es sind erstmal nur Zeitungsartikel. Es ist keine, kann ich sagen, zur gleichen Zeit gibt es auch Angriffe auf Jüdinnen oder Juden von Seiten der KPD. Und trotzdem finde ich es wichtig, sich mit den 20er Jahren zu beschäftigen, und zwar aus drei Gründen. Der erste Grund kommt einem vielleicht heute banal vor, aber ich finde es wichtig, daran immer wieder zu erinnern. Anhand der KPD lässt sich ablesen, inwieweit antisemitische Stereotype auch dort bestanden und auch weiterentwickelt wurden, wo Antisemitismus offiziell verpönt war. Also das ist vielleicht auch vor dem Hintergrund wichtig, weil jetzt habe ich in den letzten 20 Minuten immer eine Gegenüberstellung gemacht, KPD-NSDAP. Und ich weiß, dass manche Leute dann darauf reagieren, ja, aber das kann man doch nicht gleichsetzen. Ja, darum geht es auch gar nicht. Es geht darum zu erkennen, warum die KPD Antisemitismus in seiner Bedrohung nicht erkannt hat. Es geht darum zu erkennen, dass die KPD den Antisemitismus unterschätzt hat, aber nicht nur unterschätzt hat und fehleingeschätzt hat, sondern dass sie selber in einem bestimmten Moment Antisemitismus benutzt hat, und zwar gegen die NSDAP. Und das ist das perfide an dieser Zeit. Das ist der erste Grund, warum man sich, denke ich, auch mit Antisemitismus in der Linken beschäftigen muss. Gerade nicht, um zu sagen, links und rechts sind das gleiche oder so. Das wäre völliger Quatsch. Sondern um zu gucken, warum gab es das trotzdem in einer Partei oder politischen Richtung, die das offiziell abgelehnt hat. Der zweite Grund ist, es geht darum, diese Traditionslinie von Antisemitismus in der Linken aufzuarbeiten, der später in den Verfolgungen, besonders unter Stalin, einen grausamen Höhepunkt fand, aber nicht erst mit Stalin begann. Also nur zur Erinnerung, die Karikatur, die ich gezeigt habe, ist aus dem Jahr 1923. Zu dem Zeitpunkt ist Stalin noch lange nicht der Führer der Komintern der KPDSU. Also zu dem Zeitpunkt glaubt auch noch niemand an Stalin oder nur sehr wenige, sondern vor allen Dingen denken Leute, wenn Lenin nicht mehr die Komintern führen kann, wird Trotzki das übernehmen. Ja, also Stalin ist dann noch relativ kleines Licht. Es ist zwei Jahre später der Fall. Und die Präsentation von Juden, wenn ich übrigens Juden gesagt habe, in meinem Vortrag habe ich Juden immer in Anführungszeichen gesetzt, also die Präsentation von Juden als Vertretern des Kapitals, als jüdisches Kapital oder jüdische Kapitalisten, war auch nichts Neues und war vor allen Dingen in der ganzen kommunistischen Literatur so weit üblich, dass es auch gar nicht mehr als widersprüchlich erschien zu einer marxistischen Theorie und eben in einer längeren Tradition stand. Also man kann schon durchaus zurückgehen auf den Marx-Text zur Judenfrage, wo nämlich unter anderem steht, was kennzeichnet den wirklichen Juden? Er ist geprägt durch Schacher, Eigennutz, also genau die Merkmale von Kapital und Kapitalismus. Der dritte Grund. Und das ist, glaube ich, das Besondere für alles das, was ich heute Abend präsentiert habe.
Indem Juden im Zentralorgan der KPD, also in der Tageszeitung Die Rote Fahne, vor allem als Vertreter des Kapitals dargestellt wurden, konnte die Verwendung von antisemitischen Stereotypen als etwas erscheinen, was mit der politisch linken Ausrichtung vereinbar war. Aber es gab diese Identifikation von Juden und Kapital auch auf der Gegenseite, auch in der politischen Rechten. Also auch die Völkischen haben genau diese Verbindung hergestellt, haben gesagt, wir sind gegen Kapital, aber nicht generell, sondern wir sind gegen das jüdische Kapital. Das hätte also eigentlich dazu führen können oder in meinen Augen sogar müssen, dass die KPD das hätte bemerken müssen und sich davon hätte distanzieren müssen. Das macht sie aber nicht. Und ich würde sagen, einer der Gründe liegt in dieser Argumentation, die Ende der 20er Jahre so prominent wird, nämlich nicht nur Juden mit Kapital zu identifizieren, sondern sie außerdem für den Erfolg der Nationalsozialisten mitverantwortlich zu machen. Und damit kriegte quasi die Verwendung antisemitischer Stereotype in der kommunistischen Tagespresse nicht nur eine antikapitalistische Konnotation, sondern auch eine scheinbar antifaschistische Ausrichtung. Ja, und dann konnte man vielleicht denken, ja, aber wir sind doch gegen die Nazis, also brauchen wir uns mit Antisemitismus auch nicht genau auseinandersetzen. Anstatt zu bemerken, dass sie antisemitische Stereotype benutzen, um die NSDAP zu attackieren. Und das ist das Neue des Antisemitismus von links in dieser späten Phase der Weimarer Republik innerhalb der Roten Fahne, der Tageszeitung und der KPD. Dankeschön.